Ihr habt danach gefragt, heute ist es wieder soweit, ein neuer Mailday, was ich alles bestellt habe, wo ich es bestellt habe und warum ich das eine oder andere bestellt habe, das erfahrt ihr im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich riesig, dass ihr dabei seid. Ja, mein erstes Video war ein Mailday. Heute ist es wieder soweit. Das erste Video kam riesig an. Die Leute fragen mich, was ich eigentlich immer so bestelle. Ihr merkt, ich teile sehr, sehr viel Content. Das, was ich mir anlerne oder einlese, das versuche ich mit euch zu teilen. Entweder hier in YouTube oder auf Instagram. Und dort haben mich aber auch immer mal wieder Leute gefragt, was ich denn eigentlich so bestelle. Und aus dem Grund mal neue Mailday. Es hat sich aber auch extrem viel wieder angesammelt. Ich habe es auch schon erwähnt. Ich komme eigentlich selbst gar nicht so viel zum Bestellen momentan, weil ich so viel am Content kreieren bin, ich am Einlesen bin in so viele Themen, sodass wenig Zeit bleibt eigentlich zu bestellen, was aber, wo ich mir jetzt immer auch mehr die Zeit für nehmen will, weil ja, das am Ende auch am meisten Spaß macht. In dem Sinne, heute neue Mailday. Ich weiß es wieder nicht ganz genau, was alles dabei ist. Lassen wir uns also gemeinsam überraschen. Ich habe viele, viele Dinge sind auch schon ein paar Wochen alt. Manche können es gar nicht aushalten. Ich musste es tatsächlich jetzt das ein oder andere Mal aushalten. Aber ich mache es heute mit euch zusammen auf. In dem Sinne, ja, viel Spaß, legen wir los. So, Freunde, ja, ihr seht, es ist ein bisschen was zusammengekommen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren jetzt, lass mich lügen, 3-4 Wochen. Ein bisschen was zusammengekommen. Sportartenmäßig weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der Großteil ist Basketball und Football. Letztes Mal war ja, glaube ich, sehr fußballlastig. Das dürfte heute nicht sein, sondern sehr, sehr viel Football und Basketball. Und vielleicht fällt mir zu den einen oder anderen noch was ein, wo ich es bestellt habe. Das würde ich euch gleich mit euch teilen. Wie immer muss ich ein bisschen aufpassen, dass man die Adressen nicht so sieht. Deswegen räume ich die gleich ein bisschen zur Seite und mache die nach und nacheinander auf. Ja, lass uns loslegen. Ich mache die hier ein bisschen an der Seite auf. Fangen wir mit der ersten an. Auch Schere liegt hier beiseite. Ich versuche sie natürlich wie immer sehr vorsichtig aufzumachen. Sind alle eigentlich relativ gut verpackt. Auch das ist ja immer so ein Thema. Und da haben wir einige Giants-Karten. Nee, Titans ist das. Jetzt lüge ich. Und lass uns mal gemeinsam reinschauen. Das ist ein ganzes Set. Tatsächlich, wie ihr seht, ich kann mich nicht erinnern, aber lasst uns mal reingucken. David Ginnis, Bennett, das war 100% ein Break, weil ich mag zwar die Titans, aber ich hätte mir die jetzt nicht wahrscheinlich bestellt. Aber es sind einige Titans-Karten dabei. Hier ist aber auch die Giants, das, wie ihr wisst, gehört ja in meiner Personal Collection, Eli Manning, Plaxico Burress, Sterling Shepard, Prism, Tiki Barber, einer meiner Favoriten, Running Back, schon ein bisschen her, Shockey, Burress und nochmal Tiki Barber. Ja, das waren Giants und Titans. Ich glaube, das war ein Break, den wir mal hatten. Coole Karten dabei auf jeden Fall. Ein paar Base, ein paar ältere, paar neuere. Auf jeden Fall auch was für die Personal Collection. Was ich mit den Titans mache, muss ich mal gucken. Aber ja, auf jeden Fall coole Karten dabei. So, das war Nummer 1. Und dann machen wir mal mit Nummer 2 weiter. Ich mache erstmal die Umschläge, bevor ich auf die großen Kartons gehe. Ihr merkt, es ist zwar immer mal wieder, beim letzten Mal war auch schon einige Breaks dabei, aber Breaks mache ich eigentlich nicht so oft. Kann ich gleich nochmal was dazu. Und das ist Darius Slayton, Daniel Jones. Das ist definitiv was für die Personal Collection, für meine Giants. Lass uns gerne mal reinschauen. Okay, die sind alle zusammen hier drin. Merke ich gerade nochmal. So, Daniel Jones, Rookie-Karte. Nochmal Daniel Jones, Rookie-Karte. Daniel Jones, Rookie-Karte. Darius Slayton. Und
den Giants und nochmal Darius Slayton von den Giants. Ihr seht, sehr, sehr Giants-lastig. Das kann auch durchaus das eine oder andere Mal sein. Das gehört zu meiner Personal Collection. Und in einem meiner letzten Videos habe ich es auch schon mal erwähnt. Der Großteil meiner Bestellung ist tatsächlich auch Personal Collection. Immer mal wieder was, wo ich es als flippe oder was, als, ja, was mir einfach gefällt. Aber der Großteil ist tatsächlich für die Personal Collection. Machen wir weiter. Ja, Breaks, wie gesagt, mache ich nicht so oft. Das ist mir einfach zu risky manchmal zu dem, was ich dann bekomme. Ich mache das immer ab und zu mal als Fun. Aber der Großteil ist tatsächlich, dass ich gezielt Karten kaufe. Und wenn ich einfach mal Fun habe und irgendwie was Cooles dabei ist, Angebot passt, dann mache ich auch mal beim Break mit. Ja, das ein oder andere Break kann jetzt hier mal auf jeden Fall dabei sein. Und ja, das ist eine Karte, das weiß ich, weil ich die erst vor kurzem bestellt habe. Die wollte ich unbedingt haben, weil ich schon was erkennt. Das ist Daniel Jones, Darius Slayton, Autogramm auf der Optik. Und ja, ziemlich coole Karte, nummeriert bis 25. Ihr seht auch hier oben dieses Prism-Zeichen. Ja, Optik Prism. Und wollte ich unbedingt haben, war auch nicht so krass teuer, so dass ich gesagt habe, die nehme ich, gefällt mir extrem gut. Versprochen, es kommen nicht nur die Giants, da waren noch ein paar andere Sachen dabei, aber es ist nun mal meine Personal Collection. Ihr seht hier, werdet ihr des Öfteren die Giants sehen, aber hier ist nochmal Giants, Saquon Barkley, die Mosaik und Saquon Barkley, ich glaube, das ist nur eine Karte. Ja. Das ist nur eine Karte, Saquon Barkley. Auch eine coole Karte. Bin gespannt, wie seine Saison jetzt aussehen wird und dass er verletzungsfrei bleibt. Hoffe es sehr für ihn, aber auch natürlich für die Giants. Ich bin eh extrem gespannt. Extreme Vorfreude auf die neue NFL-Saison. So, dann haben wir hier Donovan McNabb. Kann ich mich auch erinnern, das war ein Break. Da hatte ich die Eagles. Weil ich da die Karten und das Set eigentlich ganz cool interessant fand. Schauen wir uns mal an, das ist Upper Deck, wie ihr seht. Es waren einige Eagles-Karten dabei, also Donovan McNabb. Brown, ich glaube Reggie Brown war es, genau. Sean Andrews. Brian Dawkins. Reggie Brown nochmal, Brian Westbrook, sorry, DeSean Jackson. Die Karte gefällt mir extrem, feiere ich. Quinton Demps, Donovan McNabb nochmal und Trevor Laws. Ihr seht, einige Eagles-Karten dabei. Ja, bei Interesse immer mal wieder. Grundsätzlich, wenn euch eine Karte gefällt, schießt es gerne mal rüber in den Kommentaren, schreibt mich bei Instagram einfach mal an, was oder so der eine oder andere macht. Wenn euch eine Karte gefällt, schreibt es mir gerne an, schreibt es mir gerne rüber. Ja, vielleicht passt es ja, ich will sie abgeben, das Angebot passt. Freue mich auf jeden Fall extrem über den Austausch. Einige Eagles-Karten hier auf jeden Fall am Start. Und ja, machen wir einfach den nächsten auf. Das ist ein bisschen dicker, das Paket. Das kann ich mich auch nicht mehr so erinnern. Da muss man sagen, alle sind top eingepackt. Ich feiere das ja. Aber das okay. Auch das gibt's. Sleeves. Gehört auch zum Break. Am Start hier mal keine Karte, aber Sleeves. Jetzt weiß ich, warum die so dick war. Die gebe ich aber nicht her, die brauche ich alle. Aber wenn ihr Karten kauft, kriegt ihr einen Sleeve dazu, versprochen. Sehr gut. Das nächste auf. Ich muss auf die Adresse aufpassen. So, wow, auch eine sehr coole Karte. Da habe ich auch noch eine in den Staaten von Victor Oladipo. Eine Panini Noir mit Jersey und Game Worn, also das Spiel getragen, nummeriert auf 25. Ich bin ein großer Oladipo-Fan. Ich habe mich auch so ein bisschen spekuliert auf seinen Wechsel nach Miami, dass die Karten auch vielleicht ein bisschen preissteigen. Deswegen hatte ich mich da ein bisschen eingedeckt. Jetzt war er allerdings verletzt.
Nichtsdestotrotz, auch eine große Regel von mir, ich hatte es schon mal gesagt, kauft Karten, auch die ihr in eurer Personal Collection sammeln wollt. Die Oladipo gehören definitiv dazu. Es tut mir nicht weh, weil ich bin großer Fan von Oladipo und wenn ich die Karte nicht loswerde und einfach in meiner Collection ist, dann ja, passt das auch. Von daher, coole Karte. Und ich bin eh ein großer Fan von Game Worn Karten und weniger von Player Worn. Und von daher, ja, sehr, sehr cool. So, nächste Karte, die ist ein bisschen stärker verpackt, deswegen muss ich die hier an der Seite mal aufmachen. Aber die Adresse sieht man auch, deswegen mache ich es hier mal an der Seite auf. Und ihr seht, das sind wieder einige Giants-Karten. Das war, glaube ich, auch ein Break, wo ich die Giants genommen hatte. Und da seht ihr hier, was passiert, wenn man einen Top-Loader mit Tesafilm beklebt. Seht ihr das? Das stehe ich nicht drauf. Aber die Karten sind soweit in Ordnung. Und zum Verschicken so einen Top-Loader zu nehmen, finde ich jetzt auch im Break nicht so schlimm. Die Andrew Baker von den Giants, Evan Ingram, Dexter Lawrence, Rookie-Card. Und Ryan Nassig. Ihr seht, gerade von den Giants hole ich auch immer mal wieder Base-Karten. Also es gibt selten eigentlich, dass ich Base-Karten sammle, außer bestimmte Rookie-Karten. Aber von den Giants sammle ich tatsächlich mehr oder weniger fast alles. Aber hauptsächlich sammle ich wirklich nummerierte Karten, Autogramme und bestimmte Patches. Von daher, ja, wie gesagt, aber von den Giants mache ich da durchaus auch mal die Aufnahme. Der Großteil ist immer auch hier meistens Rookie-Karten, das seht ihr hier. Genau. Gut, dann machen wir mal die großen Pakete auf. Da hoffe ich jetzt nicht, dass da wieder, das muss ich hier an der Seite machen wegen der Adresse, irgendwas Stuff-mäßig dabei ist, Top-Loader oder Card-Sleeves. Das ist jetzt auch nicht so spektakulär für euch, aber mich freut's. Und ja, schauen wir, was hier am Start ist. Also auf jeden Fall, seht ihr das? Brutal verpackt, sehr geschützt. Also das ist schon krass. Der Karton war drin. Dann das hier mit Klebeband. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das für eine Karte war. Also eine Karte weiß ich, die erwarte ich noch. Aber ich glaube, die ist eigentlich in dem letzten Paket drin, wo ich mich extrem drauf freue. Aber was ist das? Ja, auch sehr cool. Das sind Wax-Packungen. Ich zeige euch das mal. Sehr, sehr cool. Günstig geschossen. Über Facebook war das, glaube ich. Aber deswegen sind die auch so sensationell geil verpackt. Die kriege ich auch nicht so einfach auf. Die muss ich aufschneiden. Ihr seht, wie aufgeregt ich schon bin, wenn ich diese Packen hier aufmache. Ja, sehr cool. Bisschen Wax, ich weiß noch nicht, wann und ob ich die aufmache, aber ihr seht es hier. 2012 Goodwin Championship mit Auto und Jerseys. Hier noch ein Skybox, Series 2. Auch Wax. Nochmal und nochmal. Beide Series 2. Skybox Premium, Series 1 und noch eine NBA Hoops, weiß ich gar nicht mehr, 90. Ja, ich hatte Bock, die habe ich gesehen, die wollte ich unbedingt mal haben. Einfach auch mal, ich habe noch nie, glaube ich, Vintage, also damals natürlich, aber jetzt aktuell, sehr selten Vintage-Karten aufgemacht und von daher hatte ich extrem Bock, mal Wax zu kaufen, also noch original verpackt. Und ich glaube, die mache ich demnächst mal auf. Wenn ihr Bock habt, dass ich das mal mit euch zusammen aufmachen soll, lasst es mir gerne da. Dann machen wir das mal. Ja, sehr, sehr cool. Und dann kommt das letzte Paket. Und da müsste eigentlich jetzt die Karte dabei sein, auf die ich mich am meisten freue. Auch die muss ich hier so ein bisschen an der Seite wegen der Adresse aufmachen. Selbst war jetzt tatsächlich doch sehr NFL-lastig, aber die eine oder andere NBA-Karte war auch dabei. Das müsste jetzt eigentlich nochmal Basketball sein. Und ja, lass uns einfach mal gemeinsam reinschauen. Auch sehr, sehr gut verpackt mit Ceva. Ceva am Start und hier nochmal Cardboards.
Das muss ich auch aufschneiden. So, das kriege ich so nicht auf und will ich auch nicht. Und hier nochmal. Jetzt ist die Spannung aber auch groß. Im Tempo nochmal am Start hier. Auch wieder verwendbar, nicht benutzt. Und es ist. Ja, sehr geil. Genau, Patrick Ewing. Beckett 8,5. Großer Patrick Ewing-Fan. Erinnert mich extrem an meine Kindheit, wo ja sehr, sehr viel auch angefangen hat. Sehr, sehr viele Momente damit verbinde. Und deswegen, ich musste die Karte haben. Die war auch bezahlbar für den Preis. Ich habe es auch schon mal gesagt, eine 10er wollte ich mir jetzt und konnte ich mir jetzt aktuell auch nicht leisten. Vielleicht upgrade ich die Karte irgendwann mal. Aber aktuell wollte ich einfach eine gegradete Patrick Ewing haben. Ich finde sie sehr, sehr cool. Ja, freue mich einfach, sie extrem jetzt bei mir zu haben. Genau, das ist so eigentlich mein persönliches Highlight hier, diese Karte. Und kommt auf jeden Fall an seinen ganz besonderen Platz. Alright, ja, das war's. Ein bisschen was dabei gewesen zum Abschluss nochmal, mein persönliches Highlight. Ich hoffe, auch für euch war was dabei. Wie gesagt, wenn euch was gefällt, schreibt es mir gerne mal. Vielleicht kommt man ja irgendwie sich überein über ein Trade, was auch immer. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das war's. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Die ein oder andere Karte war vielleicht dabei, die auch euch gefallen hat. Ja, das war's für das heutige Video. Ihr erfahrt hier mehr, auch in den kommenden Wochen, auch neue Bestellungen, mehr Infos und Tipps. Von daher würde mich extrem freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr ein Abo da lasst, das würde mir extrem helfen. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao.